Ja, meine lieben Zuschauer, ich habe jetzt mal wieder ein Interview mit dem NLP-Trainer oder Trainer Marc Blätzer. Genau. Das stimmt. Hallo. Hallo. Hi. Was sind deine Fragen? Also, die erste Frage, wie bist du zu NLP gekommen? Meine Tochter, meine ältere Tochter, hat eine Lehrerin gehabt in der Grundschule. Und diese Lehrerin war NLP-Master. Das ist sozusagen ein zweiter Ausbildungsgrad. Und die hat meiner Tochter alles beigebracht mit NLP-Methoden. Und damit hat die wirklich sehr gute Lernstrategien, gute Rechtschreibstrategien, sowas in der Art gelernt. Und mit dieser Lehrerin hatte ich guten Kontakt und die hat mir Bücher gegeben zu lesen. Ich habe vorher schon viel Hypnose gemacht. Und dadurch, dass die mir all diese Bücher gegeben hat und sich mit mir unterhalten hat, hat die mein Interesse geweckt und dann bin ich diesen Weg gegangen. Gut. Und wo willst du unbedingt noch hinreisen? Oh, ganz viele Orte. Südamerika. Was ganz weit oben steht im Moment auf der Liste, sind die Galapagos-Inseln. Das finde ich eine tolle Vorstellung. Das sind diese Riesenechsen und ganz viele tolle Tiere. Und was willst du unbedingt noch ausprobieren? Was will ich? Worüber ich manchmal nachdenke, ist Fallschirmspringen. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist mit Walen tauchen. Also nicht nur mit Delfinen, sondern mit Walen, also mit richtig großen. Und da ist eine Menge mehr auf der Liste. Aber sagen wir mal, das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall noch ausprobieren möchte. Ja. Und was war das Peinlichste oder ist das Peinlichste, was dir jemals zum Beispiel in einem Workshop passiert ist? Eines der peinlichsten, ach nein, nicht wirklich peinlich, aber am Ende lustig. Ich habe ein Training gegeben und es war ein Training zum Thema, also eine Trainerausbildung. Und hier ist einer der Teilnehmer eingeschlafen, schnarchend. Das war definitiv schräg. Ansonsten peinliche Dinge in einem Training. Nicht, dass ich wüsste. Also keine größeren. Keine größeren. Was es schon mal gibt, ist es, man anmoderiert wird und jemand sagt den Namen falsch. Wie heute. Das ist nicht peinlich, aber das ist zumindest, sage ich mal, je nachdem, was das für ein Setting ist. Heute Abend war es sehr locker, weil wir viele Leute hatten, die mich kennen und so. Aber wenn das ein sehr offizieller Rahmen ist, dann ist es halt auch schwierig oder kann schwieriger sein, das zu retten. Weil ja der Moderator sich outet, dass er den Redner gar nicht kennt und sich vorher nicht so richtig damit beschäftigt hat und so. Und so war der witzig und ist alles gut. Und was willst du den Zuschauern da draußen, die gerade auf YouTube durchschauen, über NLP erzählen? Das Modell von NLP handelt von Sprache. Es handelt von der Fähigkeit, Sprache einzusetzen und davon, wie man Menschen in der Veränderung unterstützen kann. Das heißt, Menschen, die sich verändern wollen, nehmen wir an, du hättest Schwierigkeiten in der Schule und es würde dir keinen Spaß machen. Das Modell von NLP kann dir helfen, sehr schnell wieder Spaß zu finden an dem, was du da tust, wenn du das wolltest, weil es sehr stark von der Struktur handelt. Das heißt, im Kern geht es bei dem, was ich tue, darum, Menschen in der schnellen Veränderung zu unterstützen. Das ist, glaube ich, in kurzen Worten zusammengefasst, das, was es ist. Und jetzt erzähl doch nochmal, also letzte Frage, oder Aufgabe. Erzähl doch nochmal was über dich. So. Ich bin 49 Jahre alt, nein 48, noch bin ich 48 Jahre alt. Bald bin ich 49 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder insgesamt. 2 von meiner neuen Frau, 2 von meiner Ex-Frau, 3 Mädchen und einen Jungen. Ich liebe Autos, ich liebe schnelle Autos. Ich liebe Uhren, ich liebe Reisen, ich liebe Tennis, ich spiele Tennis, ich lese gerne und ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich habe, ist begeistert zu sein vom Leben. Gut, dann war das so gut wie das Interview. Okay, nicht Dankeschön. Nicht nur so gut wie, sondern es war das Interview. Und soll ich die Website nochmal verlinken? Ja, gerne. Gut, ich verlinke die Website von der Fresh Academy in der Videobeschreibung einmal runter scrollen. Da unten seht ihr dann den Link zur Fresh Academy, die Website. Toll, vielen Dank. Und alles dann sage ich
Tschüss, bis zum nächsten Interview, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen, ich habe ein Interview mit dem und dem. Toll!